Und zwar, so, wir haben das heutige Ergebnis. Das war nicht prickelnd, beziehungsweise es war nicht in dem Ausmaß, wie wir uns vorgestellt haben. 12,7 Kilo Fettmasse bei 15,4% Körperfett innerhalb von 4 Wochen. Jetzt gucken wir uns mal eine Datenvorgeschichte an. Hier haben wir Datenvorgeschichte, wenn man jetzt hier mal genau hinguckt, das passt ganz gut mit der Muskelmasse, aber hier haben wir Fettmasse in den ersten 2 Wochen von 15,5 runter auf 13,5, 2 Kilo. Und jetzt in 2 Wochen von 13,5 runter auf 12,7. Und das sind nur 800 Gramm und die 800 Gramm sind zu wenig. Maßnahme, ganz einfach, schlicht Ernährungsplanung ändern, Pendel anders einstellen, wie viel Tag bleibt, aber insgesamt die gesamte Nährstoffzufuhr in Form von Energielieferanten, nicht in Form von Baustoffen, also nicht in Form von Protein. Protein bleibt gleich. Mhm. Fett bleibt ähnlich, aber Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten, die fahren wir runter. Wir haben eh nur noch komplexe Kohlenhydraten, aber die werden jetzt runtergefahren. Mhm. Das heißt, ca. 30% weniger. Eigentlich wollte ich jetzt nur 15% machen, aber die Maßnahme bzw. das, was wir haben, passt nicht in unser Zeitfenster, deswegen wird 30% reduziert. Okay. Also kein Reis mehr? Oder? Nehmen wir die Menge Reis. Also es gibt schon noch Reis, Vollkornreis. Es gibt auch die anderen Kohlenhydratträger, was wir noch haben, aber in geringeren Mengen. Mhm. Und der Refeed-Tag, dieser 5. Tag, wo wir dann wieder auffüttern, mit natürlich Refeed-Tag nicht ungesund, sondern gesund, der bleibt behalten, aber der wird auch insgesamt ein Stück weit reduziert. Wir haben überkalorisch angefangen, das heißt, du hast ja jetzt in den ersten 2 Wochen wesentlich mehr gegessen wie vorher. Und du hast jetzt sogar noch in den letzten 2 Wochen immer noch ähnliches Niveau gehabt, wie du früher gegessen hast. Aber der Körper hat sich schon angepasst, der weiß schon, was wir tun. Und den werden wir jetzt aus der Routine reißen, durch einen neuen Pendel. Okay?